Ich plane was. Und zwar, ich muss jetzt mal ein Stück dieser wunderbaren, selbst hergestellten Guarana-Schokolade essen, um mir Mut zu machen. Weil was ich jetzt vorhabe, naja, war ich schon etwas mutig. Also, ich persönlich und die Person, mit der ich da zusammenlebe, dieses hier, wir planen zusammen zur Revolution zu wandern. Nun ist es so, dass es bei uns nicht so um die Ecke ist, sondern dass das 200 Kilometer sind. Nun ist es so, dass ich eigentlich ein bisschen kälteempfindlich bin und zur Zeit nachts heute minus 14 Grad bei uns waren. Nun ist es so, dass mein Schlafsack nur eine Temperatur von 0 Grad hat. Naja, deswegen habe ich mir, ich habe das mal euch mal unten verlinkt, Folie geholt, die man eigentlich für die Pflanzen draußen benutzt. Und denke, dass ich mich dann mit meinem Schlafsack in diese Folie einwickle, denn was für Pflanzen gut ist, wie die vor Kälte geschützt sind, das kann für mich ja gar nicht so schlecht sein. Nun ist es so, also ich hoffe, dass wenn es in ein paar Tagen losgeht, weil die Revolution ist am 17., am 18., dass es dann vielleicht sogar noch ein bisschen wärmer ist, naja, und das alles nicht so strapaziös wird, wie es denn ohnehin schon so ist. Denn nun ist es so, dass ich immer noch Knieprobleme habe. Ich habe ja idiotischerweise vor ein paar Monaten wieder angefangen zu joggen. In einem Hochgefühl, dank der Rohkost, eine Mahlzeit pro Tag oder was auch immer, fühle ich mich energetisch so geil zurzeit, dass ich denke, ich bin 15 und kann einfach mal hier barfuß durch die Welt joggen. Obwohl ich ein kaputtes, zersplittertes Knie habe. Obwohl ich mit ja, knapp 100 Kilo sicherlich auch kein normales Jogginggewicht habe. Und ja, und dann habe ich noch angefangen mit Longboard fahren, was ja, ich sicher vielleicht auch lieber mit 15 gemacht hätte. Ja, das ist nun ist das alles so. Aber ich kann es halt trotzdem, ja, es ist halt in meinem Kopf drin, dass ich diese Wanderung machen möchte. Dass ich in die Kälte gehen möchte und 7 Tage, ja, quasi nach Berlin wandere. Warum mache ich das? Grenzerfahrung. Es ist einfach so, das ist eine persönliche Grenzerfahrung von mir. Andere lachen darüber, mehr als 7 Tage bei Kälte draußen zu sein. Für mich, ich lache nicht drüber. Ich habe ja bis letztes Jahr überhaupt nicht groß gekämmt, weil mein Rücken damals ja überhaupt nicht in der Lage war zu schlafen. Jetzt, seitdem ich auf der Carpock-Matratze schlafe, wenn ich dran denken, verlinke ich die euch unten. Da ist es besser geworden. Und da konnte ich halt eben auch schlafen. So. Und diese Grenzerfahrung, die zeigt mir eben immer, wo was geht nicht. Das ist ein Gefühl von Leben. Das ist einfach eine Sache, da kann ich nicht sagen, okay, das mache ich oder das mache ich nicht, sondern die muss ich machen, um das Gefühl zu haben, mein Leben auch auszukosten. Um das Gefühl zu haben, alive. Um das Gefühl zu haben, wirklich zu leben. Und bei dieser Sache bin ich relativ sicher, dass die Chance, dass ich scheitere, doch recht hoch ist, weil Kälte, erinnert euch an meine Deutschlandwanderung, nach dem ersten Tag, da waren es 6 Grad, glaube ich, 6 Grad, und da wollte ich schon alles hinschmeißen. Jetzt, also wenn es wirklich minus 13 Grad sind, und es soll wärmer werden, also ich hoffe nicht, dass es minus 13 Grad sind. Ich weiß nicht, wie weit diese Folie mich da schützen kann, aber das ist schon hart. Aber das Schöne ist, wenn ich scheitere, dann scheitere ich. Ich habe es gemacht und habe ich die Grenze gefunden. Das Blöde ist nämlich, wenn ich das durchziehe und wenn wir dann ankommen und ich habe es geschafft, dann frage ich mich natürlich, na gut, das war halt scheinbar nicht die Grenze, also was geht noch mehr? Und naja, irgendwann reicht es glaube ich auch. Und naja, Grund ist natürlich auch, dass ich danach lechze, wieder in die Natur zu kommen, dauerhaft in die Natur zu kommen. Ich habe das letztes Jahr kennengelernt durch meine monatelangen Aufenthalte in der Natur. Fernab der Zivilisation, das waren einfach ja, mit die schönsten Zeiten meines Lebens und ist auch irgendwo ein Ausgleich meiner geistigen Arbeit, die ich hier tagtäglich vollziehe. Ich weiß ja immer nicht, was so ankommt bei euch dann letztlich, aber ihr müsst euch vorstellen, die meiste Zeit arbeite ich von früh bis abends. Ich lese, ja, das sind einfach nur viele, viele Bücher. Ich habe ja
eine Favoritenleiste mit den ganzen Studien, die ich durcharbeiten will. Das ist einfach nur viel geistige Arbeit. Es macht unheimlich Freude. Ich bin so dankbar dafür, dass ich diese Arbeit tun darf. Aber ich brauche Ausgleich, einen körperlichen. Und das spüre ich. Und ich kann nicht warten, bis es warm ist. Ich muss raus, ich muss wandern. Und genau deswegen mache ich das auch. Um da einfach auch wieder einen anderen Blickwinkel für alles zu bekommen. Und generell ist es auch wichtig, Dinge einfach mal zu tun und gar nicht darüber nachzudenken. Weil sonst bewegt man sich immer in so einem Komforttunnel. Und das bringt es nicht. Weiterhin hoffe ich, genau wie bei meiner letzten Deutschlandwanderung, dass ich neue Menschen kennenlerne. Auf der Wanderung direkt. Und natürlich auch Menschen, die meinen Weg einfach, sagen wir mal, in so einer Art kreuzen, dass wir bei denen übernachten oder dass wir uns in Berlin kennenlernen, bei der Revolution. Die Revolution ist auch für mich so ein Punkt. Früher hatte ich mir die Vorträge alle angeschaut, mache ich mittlerweile nicht mehr. Ist immer dasselbe, meistens Werbeverkaufsveranstaltungen. Und nachdem ich das letzte Mal bei dem Herrn Dr. Probst seinem Vortrag es wirklich nicht mehr ausgehalten habe, was er da teilweise für Blödsinn erzählt, und ich aufgestanden bin, konnte mir das nicht verkneifen zu sagen, ich kann mir diesen Unsinn nicht mehr anhören, da habe ich wohl nicht den besten Ruf. So, bei den Vortragenden. Und deswegen bleibe ich lieber außen vor. Sie können ihre Werbeverkaufsveranstaltung machen, den Leuten, den leichtgläubigen Menschen, ihre geistigen Ergüsse zum Besten geben und sich die Welt so formen, wie sie sie denn möchten, ohne die Gegenpartei zu beleuchten. Und gut, aber ich freue mich auf die Menschen. So. Und ja, und da ist natürlich auch gleich wieder an diejenigen ein Aufruf, die da Interesse haben mitzuwandern, die uns vielleicht begleiten wollen für einen Tag, für zwei Tage. Wir starten im Raum Leipzig und das Ziel ist auf jeden Fall das Fetz in Berlin. Das liegt im Südosten von Berlin und es sind insgesamt so, glaube ich, 200 Kilometer, die wir da wandern. Und ja, Aufruf an die Leute mitzuwandern. Dann natürlich, wenn Menschen in Berlin leben, idealerweise in der Nähe vom Fetz oder die öffentliche Verkehrsanbindung recht gut ist, wirklich nicht so teuer oder erlaufbar, das heißt 10 Kilometer, also 10 Kilometer hin, 10 Kilometer zurück pro Tag ist kein Thema, und haben noch einen Platz auf dem Boden frei, weil wir brauchen beide kein Bett, wir haben unsere so eine dünne Isomatte und einen Schlafsack und ja, und natürlich jetzt noch die Noppenfolie mit, das reicht uns vollkommen aus. Das heißt, wenn ihr einfach noch Platz auf dem Boden habt, ihr wohnt in Berlin und habt Lust, mich und Cecile kennenzulernen, dann ja, sagt mir einfach Bescheid und ja, dann schlafe ich dann bei euch in der Zeit der Revolution. Ich weiß auch nicht genau, wann wir ankommen. Es könnte sein, dass wir Donnerstag ankommen, vor dem Wochenende 17.18., dass wir am Donnerstag ankommen, dass wir am Freitag ankommen oder erst, dass wir am Samstag ankommen. Und schreibt mir dann entweder mal bei Facebook oder per Mail christiancheckt@googlemail.com. Seht ihr auch, die Adresse findet ihr auf meiner Homepage oder in jedem Video ist unten ein Impressum dabei. Dann schreibt mir, ob ihr da eine Schlafgelegenheit für uns hättet. Wie gesagt, Boden reicht vollkommen aus. Und wenn ihr auf dem Weg von Leipzig nach Berlin irgendwo auf dem Weg wohnt, dann schreibt mir auch, weil ich glaube, wir sind relativ dankbar, wenn wir mal eine Nacht nicht draußen in der Kälte schlafen müssen. Wenn es so ist, ist es so, weil die Belastung ist bei mir zumindest hauptsächlich die, diesen Weg eben zu wandern und draußen in der Natur zu sein. Aber das reine Schlafen, das würde ich natürlich auch gerne in der Wärme vollziehen. Wenn es nicht ist, ist es nicht. Das Leben ist nun mal, wie es ist. Aber ja, wenn jemand auf diesem Weg wohnen sollte, ich glaube, da wohnen nicht allzu viele, weil das ist nur Ödland von Leipzig nach Berlin. Ich glaube, Wittenberg liegt da noch auf der Strecke, ansonsten keine größere Stadt. Ja, dann ja, lasst es mich wissen. Und auch da gilt natürlich, uns reicht vollkommen Boden aus. Ihr müsst uns nicht um uns kümmern. Und natürlich können wir uns unterhalten, wenn ihr da Bock drauf habt oder so. Aber ja, generell ja, wollte ich da auch fragen, wer da was anzubieten hat, insbesondere halt in Berlin während der Revolution, da würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Das ist mein Projekt, was ansteht, oder unser Projekt, und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das angehen kann, egal wie es ausgeht. Ich freue mich jetzt schon darauf, ich freue mich auf die Herausforderung, ich freue mich auf das Bestehen, auf das Scheitern, es ist mir vollkommen gleich, es geht nur darum, es zu tun. Es geht nur darum, das zu tun. Das bedeutet Leben und das ist das, was mich erfüllt. Ich habe etwas im Kopf
Und das tue ich mit allen Konsequenzen, egal ob das gesundheitlicher Natur, finanzieller Natur oder was auch immer von der Natur ist. Hauptsache, ich bin in der Natur. Das ist so ein Ding. Ja, das geht gar nicht anders, gerade. So, das wollte ich euch vermitteln. Schreibt mir eure Gedanken zu unserem Projekt 7 Tage in der Kälte von Deutschland auf. Und ja, bin für jeden Gedanken dankbar. Und wenn sich jemand finden sollte, wo wir übernachten können, dann umso mehr natürlich dankbar. Aber auch für alle möglichen, ja, Ergüsse, die euch jetzt so einfallen und eure Reaktion. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also dann, wir laufen am 10. Ja, am 10. glaube ich, los ungefähr. Alles Gute. Wir sehen uns unten in den Kommentaren. Euer Christian. Guten Morgen!